Hallo und willkommen bei The Nosy Rosy. Hier ist die Jen am Freitag. Hallihallo. Ja, willkommen. 3 Wochen ist es her, jetzt bin ich wieder da. Juhu, es ist voll komisch, so selten Videos zu machen. Die letzten 3 Wochen waren wirklich komisch. So gar nicht ein Video posten zu müssen. Aber ich muss euch sagen, es hat mir wirklich gut getan und es war eine richtige Entscheidung. Und jetzt bin ich ja wieder da. So, diese Woche haben wir das Thema Homosexualität in der Geschichte. Aber da auch gerade diese Woche wieder die LMAC erschienen ist, gibt es von mir wieder einen kleinen Beitrag zur LMAC. So sieht sie diesmal aus. Ihr seht, ich habe mich schon hier durchgelesen. Und jetzt frage ich mich gerade, ob meine Kamera überhaupt läuft. Ja, sie läuft. Und ihr fragt euch bestimmt, warum trägt die Jen eine Mütze? Die Jen trägt eine Mütze, weil sie zu faul war, ihre Haare zu richten. Und weil es kalt ist. Aber ich trage trotzdem ein T-Shirt, weil es ein Nosy Rosy T-Shirt ist. Ist das nicht heiß, da kann es gar nicht kalt sein. So, zum Wochenthema haben Sarah und Jana und Mine schon gute Videos hochgeladen. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt und wissen wollt, wie das mit der Homosexualität so im Mittelalter ungefähr war, klickt hier für Sarahs Video. Und wenn ihr wissen wollt, wie das so eher in der früheren Geschichte war, so in den letzten 100 Jahren vielleicht, 150, dann klickt hier für das Video von Jana und Mine. So, und wer wissen will, was in der neuen LMAC alles drin ist, der bleibt jetzt mal hier. So, Hauptthema ist die Kunst. Komme ich auch gleich schon zu diesem Thema. Gibt viel Interessantes darüber zu lesen. Angefangen damit, welche Museen auf der ganzen Welt Kunst ausstellen über. Und da war der Akku leer. Aber ich habe ja voll aufgeladene Batterien da gehabt. Das ist sehr gut. Kann es fort weitergehen. Also, Museen, die Sachen von Frauen ausstellen und oder auch speziell von Lesben. Und da gibt es eine ganz gute Übersicht. Leider wenig aus Deutschland und mehr so aus Amerika. Aber doch, wenn man mal vielleicht auch ein bisschen unterwegs ist und so, kann man sich das mal zu Gemüte führen. Aber viel interessanter zu dem Thema finde ich den Artikel, in dem lesbische Künstlerinnen vorgestellt werden. Und da habe ich mich noch nicht ganz durchgeguckt. Also da fängt es hier so an und da sieht man ein bisschen davon. Da werden halt lesbische Künstlerinnen vorgestellt und das finde ich ganz interessant. Da mal sich durchzulesen und dann auch vielleicht im Internet mal zu gucken, was die so gemacht haben, wie das aussieht, was die machen. Dann gibt es auch natürlich einen Artikel über Frida Kahlo, ist ja klar. Muss ja in dem Zusammenhang. Auf jeden Fall viel zu lesen, wenn man Kunst interessiert ist, kann ich das nur empfehlen. So, und dann gibt es aber auch noch viele andere interessante Sachen in der LMAC dieses Mal. Zum Beispiel, das erste, was ich mir hier markiert habe, ist ein ganz kleiner Artikel, dass gerade in den USA ein paar Pilotfolgen für diverse Serien gedreht wurden, die lesbischen Inhalt haben oder in denen sogar lesbische Hauptdarsteller sind und so. Muss auch noch nichts heißen, weil es gibt ständig irgendwie Pilotfolgen von irgendwelchen Serien, Projekten, die dann aber leider nicht realisiert werden. Aber es liegen auf den Fernsehbussen, Schreibtischen gerade auf jeden Fall auch ein paar Serien mit lesbischem Inhalt und da ist die Nachfrage eigentlich gerade ganz groß, nachdem die LMAC ja leider schon etwas länger vorbei ist. Und da können wir nur hoffen, dass es da mal was Neues gibt. Zurzeit gibt es ja immerhin die Serie Lip Service aus Großbritannien. Leider noch nicht auf Deutsch und ich muss auch sagen, ich habe es mir noch nicht angeguckt. Hab
Kennt ihr die Serie? Wenn ja, habt ihr schon mal euch ein paar Folgen davon angesehen? Und wenn ja, lohnt es sich? Ist das gut? Gebt mir mal einen Tipp, ob ich mir das angucken soll. Okay, apropos The L-Word. Da gibt es hier einen guten Hinweis, dass am 22. November, das ist ja schon vorbei, erscheint eine neue DVD-Box. Hier. The L-Word, die komplette Serie in einer Box. Also wer das noch nicht kennt oder wer sich eh noch DVDs kaufen wollte, wie auch immer, oder wer noch ein Geschenk für Weihnachten braucht, ich meine, das ist nicht mal lange, noch eine Woche, der kann sich diese DVD-Box kaufen. Aber nur als US-Import sehe ich gerade. Das dürfte dann knapp werden bis Weihnachten. Aber auf jeden Fall eine coole Sache, finde ich. Sieht bestimmt sehr schön im Regal aus. So, was haben wir denn hier noch? Ach ja. Ein etwas ernsteres Thema, aber finde ich super. Es gibt hier eine Broschüre über Lesben, Schwule, Transgender, wie auch immer, Menschen und Behinderung. Also was es da für spezielle Probleme gibt und spezielle Bedürfnisse. Da hat die Fachtagung Inklusive Leidenschaft Lesben, Schwule, Transgeschlechtliche Menschen mit Behinderung in Berlin getagt, und die haben da so eine Broschüre zusammengestellt, und den Link gibt es natürlich wie alle anderen Links auch unten in der Box. Also wer das Thema interessiert, der kann sich das gerne nochmal anschauen. So, dann noch was Interessantes. Die L-Filmnacht gibt es ja jeden Monat, habe ich ja schon mal erzählt. Und da kommt im Januar ein guter Film in die Kinos, den ich letztes Jahr auf den schwul-lesbischen Filmtagen in Hamburg gesehen habe. Das ist die geheimen Tagebücher der Miss Anne Lister. Und der Film ist richtig, richtig gut. Ich gucke gerade mal, ob der auf Englisch, auf Deutsch oder auf Englisch ist. Das habe ich mir vorher gar nicht richtig eingeguckt, muss ich zugeben. Verstanden das nochmal so genauer. Ach ja, ja. Deutsche Synchrofassung. Oh, super. Also als ich mir angeguckt habe, war er noch auf Englisch. Also es war aber kein schwieriges Englisch, man konnte das gut verstehen. Aber wenn er auf Deutsch ist, vielleicht gucke ich mir dann sogar nochmal an. Also es ist wirklich ein sehr amüsanter Film, und das waren schon so die interessantesten Themen. Natürlich gibt es wie immer die Musik, die ich finden konnte als Playlist auf Groove Shark. Den Link gibt es unten in der Box. Wieder sehr interessante Sachen dabei. Mein Favorite diesmal war Nautic Nastic. Hört sich ungefähr so an. Hört ihr nichts? Also natürlich elektronisch. So. Könnt ihr euch angucken. Und ja, ich wünsche euch schöne Weihnachtstage, feiert schön, lasst euch reichlich beschenken, genießt die hoffentlich freie Zeit, wenn ihr sie habt, kommt gut ins neue Jahr, feiert schön und übertreibt's nicht. Und wir sehen uns dann 2012 erst wieder. Bis dann, bis denn, die Jen, bye bye.